Kind aus. Ja, noch besser, sagen wir mal. was Besonderes an den Schotten, an den unteren Karos, unserem Tartan ist, ist, dass wir uns zum Teil daran erkennen können, wie wir heißen. Also ich heiße McLaren und trage den McLaren Tartan, habe dieses Muster, ist speziell für unsere Familie. Und wenn Sie jetzt genau hingucken würden, dann würden Sie sehen, dass ich nicht mit dem und nicht mit dem, sondern mit dem verheiratet bin. Ja, das ist der gelbe Streifen zwischen den roten und so, das heißt McLaren, da kann man uns erkennen. Und Kai? Ich habe Muted Sutherland. Mackenzie. Stuart and Hunting Stuart. Ja, und die Damen, da gibt es dann auch noch ganz nette. Also jeder Clan, jede große Familie hat ihre eigenen Farben. Jamie Fraser hat natürlich auch seinen, haben Sie ja gesehen, ne? Ja. Und wer keinen hat, wenn Sie mal nach Schottland kommen und sich auch einkleiden möchten, da sind die Schotten ganz, wie möchte man das sagen, tolerant, ja, und gewinnsüchtig, maximiert, geschäftstüchtig und verkaufen ihn bestimmt, also auch wenn Sie Meier oder Schmidt heißen, findet sich auch für Sie ein Muster oder Sie können sich sogar Ihr eigenes kreieren, das gibt es natürlich auch. Ihr Kilt, wie ja auch unsere Röcke oft, haben keine Taschen. Und wo tut der Schotte seine Münzen rein? Natürlich da vorne in sein Täschchen. Und wer von euch hat heute das Messer im Strumpf? Ja, da? Schaut mal da. Also bitte keine dummen Fragen stellen. Das hat eigentlich eine ganz andere Bewandtnis. Früher trug ja jeder Waffen und auch die Schotten untereinander, die Clans waren sicherlich unbedingt immer so freundlich gesinnt und trugen immer irgendwas so in ihrem Gewande. Wenn sie aber in freundlicher Absicht kamen, hatten sie das Messer im Strumpf, das heißt man sah das Messer und es war dann nicht versteckt. Also es signalisierte sofort, ich möchte hier bei euch eine Unterkunft oder übernachten oder was zu essen haben und ich will euch wirklich nichts tun. Heutzutage eignet sich es vielleicht eher zum Briefe öffnen oder, wie gesagt, dumme Fragen zu beantworten. So, und jetzt, wir haben eben, Sie sehen es von unten natürlich nicht und bei Robbie Field ist auch nicht so, hier oben ist es nicht ganz so schön breit und wie in so einem Schloss oder in einer Oldenburg und es ist sehr, sehr glatt. Deshalb müssen unsere Herrschaften hier ein bisschen vorsichtiger tanzen als vielleicht im großen Ballsaal. Aber jetzt machen wir mal was im Square, im Quadrat, die Elephant Stampede.